Willkommen zurück zu Let's Plays Legend of Zelda, Ocarina of Time. Letztes Mal haben wir uns ein paar Herzteile geholt und haben bei so einer Vogelscheuche ein Lied komponiert. Und zu genau dieser werden wir jetzt nochmal zurückgehen. Das ist wieder kurz eine Strecke schwimmen. Hey, bist du nicht der Typ aus dem Kokiri-Wald? Mann, bist du gewachsen. Okay, das ist dein Lied. Was? Ich habe eben ein Elefantenhirn. Du hast eher ein Hirn wie ein Sieb, mein Guter. Nimm den Ocarina und flöte das Lied, Süßer. Hey, die Ocarina. Spiel ein Lied damit, Süßer. Und jetzt müssen wir ihm halt genau dasselbe Lied vorspielen, was wir ihm vor 7 Jahren vorgespielt haben. Yeah, das ist es, das geht ab. Mir haut's den Vogel raus. Ich hab das nie vergessen. Ich hab ja kein Stroh am Hirn. Ich glaube, du hast dir eine Belohnung verdient, Süßer. Ich hab eine prima Idee. Mein Bruder Balzac reist in ganz Hyrule herum. Wenn du ihn rufen willst, dann spiele dieses Lied. Wenn er in der Nähe ist und es hört, dann wird er dir helfen. Ja, und wie diese Hilfe aussieht, kann ich jetzt auch gleich mal zeigen. Denn hier ist nämlich gleich eine Stelle, an der man ihn rufen kann. Und zwar da auf dem Haus. Das merkt man meistens auch daran, dass Navi halt zu dieser Stelle hinfliegt und dann so grün wird. Und jetzt kann man sich an ihm mit dem Enterhaken daneben festhalten. Gut. Unser nächstes Ziel ist dann erstmal wieder der Todesberg. Es gibt noch 2 Sachen, die ich da gucken will. Die ich jetzt nicht mehr so wirklich gut im Kopf habe. So, zuerst hier hin. Glaube ich bloß Rubine. Ja, weil hier ist noch so eine Stelle, an der man die Vogelscheuche rufen kann. Gut, dann benutzen wir einfach mal die Wunderpflanze da, um schnell hochzukommen. Hier reingucken.
mein Bruder. Er hat einen neuen Laden. Es ist Medigorons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich schmiede bessere Klingen. Die lianischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen. Glaub mir. Okay, da können wir noch nichts machen. Gehen wir mal zurück zu den Goronen. Ups, nein, zu weit rechts. Gut, diesmal ging's. Dann ich will jetzt halt nochmal zu diesem besagten Medigoron. Noch eine Etage höher. Ja, jetzt können wir ins goldene Scutula holen. So, ich glaube, hier hinter befindet sich noch sein Laden. Diesmal muss man jetzt alle Wände, die er hier hat, einzeln sprengen. Oder war das jetzt so wirklich? Nee. Ich habe eine Waffe fertiggestellt. Wie wär's damit? Solltest du vielleicht diese Waffe für 200 Rubine kaufen? Na ja, Per. Das Langschwert. Schwinge es mit B. Benutzt du es, kannst du dein Schild nicht einsetzen. Ja, damit haben wir das Langschwert. Und zwar, das sieht so aus. Ja, das ist ein bisschen stärker als das, also ist ein bisschen stärker als das Masterschwert. Allerdings kann man damit halt dein Schild nicht benutzen. Gut. Oh, ich weiß gar nicht. Na doch, jetzt geht's nach Kakariko. Schnellste Weg wird wahrscheinlich laufen sein. Thank you.
Einmal fängt es an zu regnen. Ja, also eigentlich... Ich probiere mal was. Ah, jetzt. Na. Zurücklehnen. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Link, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Link, Impa ist eine der 6 Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel, hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lernen, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Du hast die Nocturne des Schattens erlernt. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Link.
Ja, da haben wir einfach mal aus Versehen die, die Cutscene weggeglitscht vorhin. Naja. Reden wir mal mit Anju. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt doch in die Hosentasche. Und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück. Und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Ja, ungefähr. Du hast ein Ei ausgeliehen. Bald wird Kiki ausschlüpfen. Gib es zurück, wenn du es nicht mehr benötigst. Ja, einfach mal ein Ei mitgenommen. Weiter geht's. Weiß nicht, haben wir jetzt als Jüngerling schon? Ja, haben wir. Denn man kann jetzt nämlich hier hoch. Und hier ist noch ein Herzteil. Nein. Na, wusste wohl. Als nächstes wollen wir hier rein. Falsches Grab. Oder war das hier irgendwo? Okay, na gut. Darum kümmern wir uns später. Gehen wir einfach mal erstmal zum Schattentempel. Jetzt sind wir hier oben. So, und um jetzt die Dungeon-Tür zu öffnen, muss man sich hier in der Mitte stellen. Dann das hier benutzen. So, allerdings, wie es dann in diesem Tempel aussieht, werdet ihr im nächsten Part erfahren. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und im nächsten Part, ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.